Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem weiteren Black Myth Wukong Guide und heute kümmern wir uns um die Frage, wie das wahre bzw. auch weitläufig gemeinte geheime Ende im Game freizuschalten ist. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich zeige euch hier eine Möglichkeit, wie ihr das auf jeden Fall freischalten könnt. Außerdem könnt ihr wahnsinnig geile Belohnungen abholen, zum Beispiel den Dreispitz-Doppelklingenspeer. Und der hat einfach mal 135 Punkte im Angriff und 6% kritische Trefferchance. Das ist auf jeden Fall ein Teil, das sollte euch auf keinen Fall fehlen. Außerdem schaltet ihr dadurch den Azurkuppelzauber frei und der absorbiert Frost und Brand. Und gleichzeitig habt ihr Zugang zu euren Fokuspunkten, wenn ihr in der Verwandlung seid. Und ihr seid außerdem auch noch immun gegen Schock und Gift. Also das ist auf jeden Fall der mächtigste Verwandlungszauber, den ihr so bei euch tragen könnt. Damit Stab und Verwandlung euch gehören, müsst ihr im Kapitel Nummer 3 die geheime Region, den Maiberg, freischalten. Dort müsst ihr dann auch den Boss besiegen, den ihr dort antreffen könnt. Und das ist auch gleichzeitig eure Eintrittskarte, um am Ende vom Kapitel Nummer 6 das geheime bzw. wahre Ende freizuschalten. Da im Spiel natürlich nichts umsonst ist, gilt es auch hier erstmal einen epischen Bossfight zu bestehen. Und in dem Fall müsst ihr gegen Erlang, die heilige Gottheit, antreten. Und das ist ein Kampf, wirklich, der ist einfach nicht mehr normal. Die gleich folgende Anleitung, um in diese geheime Region zu kommen, ist aber nicht nur interessant für jeden, der die Story noch nicht abgeschlossen hat. Denn selbst wenn ihr jetzt bereits das normale Ende gesehen habt und habt die Story hinter euch gebracht, dann könnt ihr trotzdem all das, was jetzt folgt, noch nachholen. Ihr müsst nur am Ende noch ein zweites Mal den letzten Boss im Kapitel Nummer 6 besiegen. Für jeden, der zuerst das normale Ende freischalten möchte, gilt also jetzt bei den folgenden Punkten zwar die Region hier freizuschalten, aber dann erstmal mit dem Boss zu warten. Im Kapitel Nummer 3, der Neue Westen, solltet ihr am Bittersee die Sidequest rund um den Schatzsucher abgeschlossen haben. Es gibt verschiedene Infos dazu, ob das notwendig ist oder nicht. Meine klare Empfehlung an der Stelle an euch, nehmt die einfach mit und falls ihr sie noch nicht gemacht habt, in der Infobox bzw. unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link zur Playlist. Da gibt es dann auch den Guide zu dieser kompletten Quest. Der zweite wichtige Punkt hier auf der Liste ist natürlich auf jeden Fall hier auf dem Kanal ein Abo dalassen, damit ihr zukünftig keine Guides mehr rund um Games wie Black Myth Wukong verpasst. Einen weiteren Punkt auf eurer Liste, den ihr erfüllt haben müsst, ist das Abschließen der geheimen Gebiete in den Kapiteln 1, 2, 4 und 5. Das bedeutet, in den jeweiligen Geheimregionen müsst ihr natürlich dann auch den Oberboss da drin besiegt haben. Da bekommt ihr dann auch wieder entsprechende Belohnungen. Guides dazu findet ihr auch in der Playlist. Und das ist einfach super wichtig, wenn das nicht erfüllt ist und in einem der Gebiete irgendeiner von diesen Bossen im Prinzip noch übrig ist und ihr den nicht packt, dann habt ihr auch gar nicht erst die Möglichkeit, in die geheime Region im Kapitel Nummer 3 zu kommen. Beim vorletzten Punkt, den ihr beachten müsst, sind die Meinungen auch wieder unterschiedlich, weil hier Dinge durcheinander gebracht werden. Es wird nämlich immer wieder erwähnt, dass ihr bereits Kapitel Nummer 6 abgeschlossen haben müsst, um in die geheime Region zu kommen. Das stimmt aber so nicht. Ihr müsst Kapitel Nummer 6 abschließen, um das geheime Ende später mal freizuschalten. Aber für das geheime Gebiet, den Maiberg, im Kapitel Nummer 3 reicht es vollkommen, einfach nur bis zum Kapitel Nummer 5 komplett die Story durchgespielt zu haben. Ihr müsst also bis ins Kapitel Nummer 6 gekommen sein, habt logisch bis zu dem Punkt die ganzen Storybosse besiegt und ihr müsst das Spiel an der Stelle noch gar nicht abgeschlossen haben. Und beim letzten Punkt könnten die Meinungen auch nicht weiter wie Yin und Yang auseinanderliegen, denn da geht es um die Long Questline innerhalb der ersten 4 Kapitel. Darin geht es ja darum, dass ihr in den jeweiligen Gebieten auch die geheimen Drachen getroffen habt. Das ist im Kapitel Nummer 1 der rote Drache, den ihr besiegen müsst. Dann im Kapitel Nummer 2 ist es der schwarze in einer geheimen Region. Den müsst ihr natürlich auch zur Strecke bringen. Im Kapitel Nummer 3 ist es der blau-grüne, den ihr auch relativ easy antreffen könnt, aber natürlich besiegen müsst. Und im Kapitel Nummer 4 ist es dann der gelbe Long, also der gelbe Drache. Und der hat es ordentlich in sich. Und da sind weitläufig die Meinungen die, dass es notwendig ist, dass ihr komplett alle 4 Drachen besiegt habt. Meine Empfehlung an der Stelle, auch einfach hier die ganzen Bosse platt machen, alles mitnehmen, was geht. Es gibt immer wieder gute Belohnungen dafür. Und ansonsten, falls der ein oder andere von euch das vielleicht noch nicht gemacht habt, zum einen findet ihr die Guides dazu auf dem Kanal und zum anderen würde es mich interessieren, schreibt gerne mal in die Kommentare,
Kommentare. Falls ihr die Drachen noch nicht gemacht habt, ob ihr trotzdem die Möglichkeit hattet, in die geheime Region im Kapitel Nummer 3 zu kommen. Im nächsten Step müsst ihr euch jetzt Zugang verschaffen zum Maiberg oder Mayberg. Und das geht am besten über den verschneiten Weg. Also diesen Checkpoint hier, den nehmt ihr direkt, geht einfach hier hinten über die Brücke und macht euch hier auf den Weg, gleich so einen Berg nach oben zu steigen. Möglicherweise seid ihr hier schon mal vorbeigekommen im Verlauf eures Games und habt euch auch gewundert, was das hier hinten für ein Tor ist. Ich konnte damals nicht damit interagieren, konnte nichts damit machen, hab mir aber schon gedacht, das könnte vielleicht irgendwann nochmal wichtig sein. Und sobald ihr dann hier den Raum betreten habt, seht ihr auch, hier hinten gibt es noch einen Checkpoint. Das ist die große Pagode. Schaltet den direkt frei, sobald ihr hier diesen Raum betreten habt. Und danach geht es hier die Treppen nach oben. Und da trefft ihr dann auf ein inzwischen relativ bekanntes Gesicht, das euch wiederum den Zugang zum Berg gewährt. Sollte der kleine Buddha an der Stelle nicht da stehen, möglicherweise habt ihr einen der Punkte aus der Checkliste noch nicht abgehakt, holt das erst nach, kommt dann zurück und dann sollte das hier kein Problem sein und ihr solltet hier auch den Zugang zum geheimen Berg bekommen. Ihr folgt dort einfach nur weiter dem Weg und kommt ganz automatisch am Maijin-Gipfel-Checkpoint vorbei, schaltet den frei, geht dann hier weiter Richtung Hütte den Berg hoch und ab diesem Zeitpunkt beginnt dann hier der Kampf gegen Erlang, die heilige Gottheit. Ich schneide jetzt hier das Ganze raus, denn das wäre jetzt zu krass im Spoilerbereich und genießt das einfach, sobald ihr dann hier drin seid. Vor allem behauptet euch gegen den Boss, das ist einfach der Oberwahnsinn, was der drauf hat. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Angriffsmuster von ihm sind teilweise auch so asozial, der hat so eine krasse Healthbar auch. Und ich habe verschiedene Dinge probiert, habe auch mit Anti-Zauber mich mal ausprobiert, um einfach mehr Damage bei ihm zu verursachen. Habe verschiedene Builds ausprobiert, habe echt lange, lange an dem gesessen. Ich wünsche euch viel Erfolg jetzt schon, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dem Dreiauge wäre ich gern das ein oder andere Mal mit blankem Hintern voraus ins Gesicht gesprungen. Habt ihr den Gegner dann vor allem auch in der zweiten Phase erledigt? Und das will ich nicht spoilern, weil das ist wirklich was ganz Besonderes. Freut euch da jetzt schon drauf. Dann erhaltet ihr auch eine längere Zwischensequenz. Und die aber thematisch erstmal rein um Erlang, die heilige Gottheit, sich dreht, beziehungsweise um den Abschluss von der Geheimregion Maiberg und noch nicht das geheime oder wahre Ende darstellt. Habt ihr also die Göttlichkeit Erlang im geheimen Gebiet vom Kapitel Nummer 3 besiegt, dann könnt ihr als nächstes ins Kapitel Nummer 6 ziehen, könnt dort komplett alles durchspielen. In der Region, da gibt es auch noch eine weitere Rüstung, ein extra Guide dazu, findet ihr auch hier auf dem Kanal. Ist eine Rüstung, müsst ihr keinen Boss besiegen oder sonst. Die kriegt ihr völlig für lau, empfehle ich euch also, schaut da gerne mal rein. Und wie erwähnt, für jeden, der das erste Mal hier in der Region ist, alle Bosse platt machen, den letzten Boss besiegen und das erweiterte geheime Ende, das wahre Ende freischalten. Und wer, wie gesagt, hier schon das normale Ende bekommen hat, einfach wieder an den Checkpoint reisen, an dem es dann nochmal den finalen Kampf gibt und dann natürlich auch das Ganze nochmal hinter sich bringen, um das geheime Ende freizuschalten. An der Stelle hat es mich gefreut, dass ihr hier mit am Start wart und dann schaut auch gerne wieder bei den kommenden Guides zu Black Myth Wukong rein. Bis dahin, haut rein und macht's gut!